Und damit willkommen zu einer weiteren Folge der Legend of Zelda Bratz von die Fratz. Ja, so heißt das bei mir. In der wir in der letzten Folge darüber wollten, aber wie ich unseren guten Lonk kenne, wird er das ganz bestimmt nicht schwimmen. Guck mal, Spurtfrösche. Und die kommen nicht von mir weg. Eine Kröte, die auf den Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit einem Monster zusammen zubereitet, erhält man Medizin, das Tempo steigert. Ehrlich gesagt, will ich einfach mehr Ausdauer. Das Tempo finde ich ganz okay, ich will mehr Ausdauer. Weil es bringt mir nichts, wenn ich schneller laufe, wenn ich immer noch nur 5 Schritte gehen kann, bevor ich umkipp. Stuff. Könnten Sie bitte nicht? Nein. Ich verstecke mich in den Bäumen, kann keinen Arsch lecken. Frech. Schon frech. Auf jeden Fall wollen wir jetzt noch in ein oder möglicherweise... Bist du dir ganz sicher, dass du das willst? So sieht's aus. Kann ich dich one-hitten? Ich glaube nicht. Vielleicht aber auch schon. Ich will gerne mein Fleisch abholen und die Äpfel. Und da stört ihr mich jetzt schon so ein bisschen dabei. Hi. Bam, Junge. Das ist eine Fee. Das ist eine Fee. Fee, nein. Hätte ich gerne gehabt, würde ich mal sagen. Nee, ich will nicht dein Arm. Ich finde das eklig. Link, Long, Lang. Auf. Nehmen. Ab. Kein gutes Wenn uns. Das ist interessant. Es regnet also nicht klettern. Das gefällt mir halt, solche Details. Vor allem, wenn es nicht nur Nachteile bringt. Klar, Regen nicht klettern ist ein Nachteil. Aber Regen schleichen ist ein Vorteil, weil der Regen eben Geräusche dämpft. Nicht geil. Aber ich sehe sogar so eine Wettervorhersage oder. Was machst denn du da? Hast da jemand bewusstlos geschlagen? Freundchen. Das gefällt mir aber gar nicht. Du bist ein Bockblindhorn, ich nehme dich mit. Oh. Ich lebe noch. Ja, knapp. Ah, mein Kopf schmerzt immer noch. Ich hätte nie herkommen sollen. Renn am besten jetzt zu den nächsten Monstern. Das ist eine gute Idee. Ist eigentlich ein Turm in der Nähe? The fuck? Gehört das zur Verheerung Ganons da hinten? Das sehe ich mir vielleicht nachher an. Wenn ich bis dahin die Pipi aus Hose habe. Weil das sieht ein bisschen gefährlich aus. Und du siehst aus, als wäre so ein Octorok-Versteck. Nein? Ja, ja. Ach du Scheiße! Kann ich euch mit einem Bombenfall hochjagen? Vielleicht flüchte ich einfach. Hey du, hilf mir mal. Ich lock dich einfach zu dem. Bin ich nicht awesome und toll. Die Wettervorhersage hat mal wieder super funktioniert. Nicht übel, dein Körperbau. Und du scheinst mit Schwert und Bogen umgehen zu können. Natürlich. Möchtest du vielleicht der Jägerbande beitreten? Was ist das? Was? Nie gehört? Ne. Aber ja, aber gut, ich erklär's dir, was die Jägerbande ist. Eine kampferprobte Truppe um Meister Koga, die dem Helden Einhalt gebieten will. What? Aha. Aha. Du weißt schon, dass ich dich jetzt verprügeln muss. Nimm mal. Nimm mal ein Schwert zerbrechen. Kannst du mal... Leck mich. LOL! Nee! Help! Alles klar. Alles klar. Es gibt also auch Böse mit Gehirnen, die hier unterwegs sind. Das gefällt mir gar nicht. Ist das mal, dann rüste... Noch so ein Schwert auf.
Also ich den jetzt nicht totprügeln kann. Was ist jetzt los? Link. Kannst du mal die Schnauze halten, während ich mitten am Kämpfen bin? Das gibt's doch nicht! Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Bei Blutmond respawnt shit. Link, sei auf der Hut. Ach du Scheiße! Ich bin aber gerade hier mitten in etwas. Nein, lass doch mal. Schwertbanane. Außerdem wäre von Firon, das Fruchtfleisch durch den Körper. Alles klar. Ja, wie war's gerade mit Blutmond? Weil die Nacht ist eigentlich so langsam vor. Willst du mich verarschen? Freundchen. Dir ist klar, dass deine Identität gerade vorhin gestohlen war worden. Mach was du willst, komm. Sehr gut, dann höre ich meine Worte. Ich sehe rot. Ein sehr dunkles Rot. Ich habe noch nie so ein. Will mich verarschen. Das ist auch nicht wieder der gleiche, oder? Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. LOL! Alles klar, vielleicht mein Schild. Halten! LOL! Das gibt aber ganz schön gut, Geld. Das war einfach wieder der gleiche, weißt du? Leck mich am Arsch. Jetzt gucke ich mich echt um, ob hier nicht noch so ein Mongo ist. Und was jetzt mit dem Blutmond ist, ist gar nicht so rot. Die Zelda könnte aber auch mal warten, wenn man gerade nicht im Kampf ist, um mit einem zu sprechen, oder? Oh ja, Füchse kann ich nicht töten. Füchse kann ich nicht töten. Da wohnt Essen. Ich gehe erstmal da rein. Was für ein Mongo. Den töte ich auch ein drittes Mal, wenn er nochmal kommt, ey. Was ein Arschloch. Da war der aber zweimal. Und ich denke mir, komm, so blöd kann keiner sein, nochmal dieselbe Tarnung anzunehmen. Ja doch, kann er. Das ärgert mich jetzt. Ja, komm, ich weiß, wie das funktioniert. Wow, da habe ich auch viel übersprungen. Manche Bogen fallen mehrere Pfeile. Wow. Ich will. Diese Fleischfresser, alles klar, dann halt nicht. Ich sehe aus, als würde ich in so einem Schlafanzug hier reingehen. Es war go Schmuggelwuggel. Ja, Göttin Julia soll so geprüft werden. Alles klar. Die Stahlbrücke. Schau an. Ich soll wieder irgendwas mit meinem Magnet machen. Klettern wir doch erstmal nach hoch. Klettern macht Spaß. Klettern, klettern, klettern. Und wir kriegen wieder eine Waffe, die ich nämlich tragen kann. Oder Bernstein. Ich glaube, ich verstehe, was ich machen soll. Ich hoffe, ich krieg's auch hin, ohne mich allzu dumm anzustellen. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Mit dem Eiswassergedönse geht das.
Nein, geht nicht. Wäre, glaube ich, auch zu OP, sonst würde ich durch ganz Hyrule fliegen mit so einer Stahlbox. Absolut genau das wollte ich erreichen. Ich muss sie doch eigentlich nur übereinander stapeln da hinten und hochklettern und alles ist gut, oder? Ja, warum soll ich das nicht tun? Warum sollte ich das nicht tun? Weil es da zu niedrig ist. Ja, nimm. Kann ich dich weiter nach hinten schieben? Ja, komm her. Hochklettern. 1, 2, 3. Dann haben wir das hier, was ich auch schief legen könnte. Ich habe mir das denkt nach und ihr wisst, dass das schlecht ist. Erstmal runterschmeißen die Scheiße. Aus meinem Sichtfeld. So. Bin ich mir sicher, dass ich da nicht hochkomme? Geh mal ganz kurz ein bisschen zur Seite. Ja, ja. Nämlich dich. Und tu dich mal dahin. Ja, fein. Nämlich dich. Und tu dich da drauf. Ja, fein. Nämlich dich. Und tu dich da am draufsten. Komm ich gleich so? Mal schauen. Ja, genau. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie mehr Platz. Scheiße. Natürlich reicht das nicht. Natürlich reicht das nicht. Höher, 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 höher. So, ja, warte, ja, zurück, ja, hoch, hoch. Perfekt. Jetzt erstmal hochklettern. 1, 2 und 3. Greif. Fast. Fast. Ich glaube, ich bin zu nah mit diesem Turm hier dran. Verdammt. Nochmal, pass auf, zack. 1. Markieren. Nicht verarschen. Du stellst dich da jetzt hin. Keine Zicken. Will sich neu ausrichten oder so, brauchst eine extra Einladung, zack. Und Nummer 3. Bam. Und hoch, 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 go, go, go. Ach, easy. Yay. Das war lustig. Das gefällt mir. Dich überspringe ich sowieso, weil du wieder genau das gleiche sagen wirst wie alle anderen, oder? Kann ich bitte schon überspringen? Oh, toll. Ja, ja. Einer noch, dann kann ich mir entweder die Ausrüstung verbessern. Wobei, bringe sie zu einem Stammtourist hier. Das ist doch mal ein Tipp. Gibt es einen Stall in Kakariko? Sollte, oder? Ist im Dorf. Oder eines Feuersteins. Ja, aber die Fackel muss doch auch an sein, oder? Cryo-Modul. Ja, ja. So, wo war jetzt diese Sabber? Wie nah bin ich eigentlich am Schloss? Dolna?
Eigentlich will ich nicht noch mehr Essen jagen. Fliegt weg, bevor ich Hunger bekomme. Wieso greift ihr eigentlich nicht die Storche an? Ihr seid einfach scheiße zu mir, wisst ihr das? Finde ich nicht cool von euch. Sehe ich wieder irgendeinen Titan irgendwo rumfliegen? Nee. Schade. Das ist wieder so ein süßer Fuchs. Süßes Füchslein. Lass mal sehen, ich will wissen. Irgendwas Giftiges. Hier ist auch ganz ominös dunkel. Ich gehe mal davon aus, das soll ich nicht anfassen. Da fliegt irgendwas. Kann ich jetzt auf Anhieb nichts damit anfangen. Dann gehe ich nochmal zu dem Hütchen oder was das ist, so ein Zirkus. Und wenn ich irgendwo so eine Fratze sehe, die denkt, sie müsste mich angreifen, prügel ich die Scheiße aus der raus. Das gibt's ja nicht. Zwei. Einmal Interesse halber gucken, ob der da nochmal sitzt. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich brauche noch einen so Tempel, bitte. Schrein ist kein Tempel. Sitzt da einer? Nee, aber dafür ist da irgendwas mit großem Rucksack. Und auf der Brücke wird wieder die Tuse angegriffen. Ist klar. Terry, alles klar. Freut mich auch. Oh Gott. Rucksack in Käferform ist mein Morgenzeichen. Ja, ja. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets in den Zimmer Kunden unterwegs. Alles klar. Ja. Oh. Insekten will ich jetzt nicht. Außer ich weiß. Hm. Lass mal zeigen, was du so hast. Boah, Alter, 21? Ne, halt, 20, okay. Vergiss es, vergiss es. Aber die waren vorhin billiger, oder sehe ich das falsch? Zitterflügel, bla bla bla. Das ist alles? Alles klar. Alles klar, Terry ist wieder unterwegs. Ich habe das Gefühl, der wird uns auf ominöse Weise immer wieder begegnen. Hui. Stall am Fluss. Guck mal, ein Stall. Bringt noch ein Pferd. Das ist ein Ausrufezeichen. Warst du mal im Schloss nördlich von hier? Das ist Schloss Hyrule. Ja, da war ich ganz bestimmt drin. Da war ich ganz bestimmt. Man findet dort viele alte Waffen und andere Schätze. Da bin ich dort eigentlich mal auf Suche gegangen. Ausstattung der Leibgarde. Interessant. Alles klar. Ich finde mittlerweile Quests. Das ist super interessant. Willkommen! Darf es eine Übernachtung sein? Absolut nicht. Unterschied? Ganz besonders stolz. Ist etwas teurer, man schläft besonders mehr Energie. Krieg ich dann. Wäre interessant, ob ich da einen Ausdauerboost bekomme. Oh, steht da ein Rezept? Ja, komm schon, ich will. Long, warum kannst du nicht lesen? Du hast Hunger, ja, so siehst du aus. Oh, du bist hier ganz allein unterwegs. Dieser Fluss ist bereits wunderschön, aber dann findest du einmal nicht noch eine Sandbänke. Ich habe ja eine Schwäche für schöne Dinge. Der macht mir ein bisschen Angst, aber gut, red mal. Vielen Dank, also M. Im Norden dieser Ebene von einer Stadt, hier ist Schloss. Nun ist es ein abscheulicher Monsterort geworden, aber früher. Was du natürlich weißt, weil du über 100 Jahre alt bist. Einer meiner Vorfahren, der Großvater meines Großvaters, Hofkoch. Mit welchen Gerichten mag er wohl damals? Bitte, sag mir. Fischcurry.
Ich gehe mit den Gästen, weil die Karte gerichtet, also. Nimm mal den Team, wenn er uns hat. Rezeptbücher? Ja, bitte! Alter! Es gibt also sowas! Das ist doch schon mal eine Ansage. Warte, blaue Türme heißen, die hatte ich schon. Ah, das ist oben auf der Hochebene. Ja, leck mich, ich brauche einen neuen. Wabukata-Schrein. Nee, ich würde gerne noch so einen Turm haben oder ein Pferd jetzt. Ich will ein Pferd. Da oben. Was ist das denn? Ich habe so das Gefühl, hier ist ein Krog. Aber jetzt habe ich keinen so Blatt, um Wind zu machen oder was. Ach, leckt mich doch am Arsch. Ihr Krog seid doch zum Kotten. Aus Wut mache ich euch jetzt tot mit einer meiner besseren Waffen. Ach komm, nehme ich einen Reisezweihänder. Ihr habt keinen blauen dabei. Ich kann euch sogar zermatschen mit euren Kisten da hinten. Habt ihr Pferdchen hier in der Gegend gesehen? Habt ihr Pferdchen gesehen? Habt ihr Pferdchen gesehen? Oh, mein guter Zweihänder zerbricht. Hey, mein Loot! Kannst du mal... Ich fahre mal ein bisschen Pfeile, ne? Ach, du brauchst nichts Besseres. Mehr Pfeile! Ey, den hast du aber verschossen. Okay, die droppen höchstens zwei. Dass man die Dinger halt nicht farmt, wie blöd. Kann ich auch. Ich finde die Glocken doof. Oh, da hinten sind wir schon mal hochgegangen. Da wollte mich der Krog umbringen. Egal, erstmal dich looten. Vielleicht hast du ja noch Pfeile verloren. Ja. Awesome. Dann haben wir doch bald mehr. Hier wurde anscheinend ein Lager überfallen. Traurig, traurig. Gib mir Shit. Gib mir Shit von eurem Loot. Irgendwas Interessantes? Ach. Was ist das für ein Steinchen? Was ist das? Ich bin Pferd, ganz ehrlich. Ehrlich? Lieber nicht. Lieber nicht. Bei der Brücke müsste ich doch schon gewesen sein, oder sehe ich das? Was ist das? Ach, Vögelchen. Essen ist das. Sitzt ihr da im Wasser? Oh! Ihr habt die guten alten Bummfässer bei euch. Da muss ich euch leider sagen, dass das nicht allzu genial ist. Oh nö. Boah, Alter, wie sie fliegen. Oh, du bist schon tot. Soldatenschwert, ja gut, ne? Ich hätte gerne wieder zwei Hände, aber ihr habt nur Bullshit. Ihr habt leider nur Bullshit. Ihr habt wieder so einen geilen Speer. Na, das doch. Na, das ist doch was. Ich glaube, dafür werfe ich erstmal den Zweihänder. Oh, ich mag den Zweihänder. Aber der ist halt schon fast im Arsch. Der ist halt schon fast im Arsch und ich finde Speere lustig. Ganz ehrlich, das sieht doch aus, als wäre ich da... Alles ist blau. Stallruinen. Nee, da war ich schon. Ah, ich bin doof. Und die Folge ist... Ah, ich bin Pferd. Ich bin Pferd. Was mit dem Blutmond hätte... Nein. Wo ich länger sein kann. Zumindest, dass ich nochmal hochgucke und sehe... Ja, tatsächlich. Ding das, was da hochzuklettern? Nee. Okay, dann würde ich sagen, falls es diese Folge gefallen hat, dann bitte positiv bewerten. Ach du Scheiße, da laufen mehr davon. Soll ich mich einem von denen mal stellen? Ich hatte ehrlich gesagt nicht allzu viel Lust zu.
Naja, falls es euch gefallen hat, dann auch bitte positive Bewertung, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hör mir das raus und tschüss.